meine Freunde, willkommen zu einem neuen Notruf 112 Video. Die Demo hat jetzt nicht bei jedem funktioniert und deswegen zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr diesen Bug sozusagen fixen könnt. Ich habe euch einen Download-Link in die Videobeschreibung gestellt von zwei Skripten, die ihr einmal ersetzen müsst. Und ich zeige euch jetzt einmal kurz, wie das geht. Also ihr klickt einmal auf den Download-Link, diesen schönen Download-Link hier, das ist so eine ZIP-Datei, die ist auch nicht schädlich und so weiter. Also falls euer Virenprogramm sagt, das ist eine schädliche Datei, macht einfach kurz das Virenprogramm aus. So, ihr ladet die Datei dann runter, dann öffnet sich WinRAR. Dort habt ihr dann einmal ein DDS-Tool.dll und ein FireReadback.ddl. Das sind so zwei Skripte, die ihr dringend für die Demo benötigt. Da war jetzt irgendein Fehler drin und um diese dann zu ersetzen, müsst ihr einmal auf euer Installationsverzeichnis gehen. Bei mir ist jetzt Notruf 112 bzw. die Demo davon hier auf OS. Dann unter Aerosoft zu finden Notruf 112 Demo. Dann Notruf 112 Demo Data, dann auch Plugins und dann entpackt ihr diese beiden Dateien einfach hier in diesem Ordner, drückt dann Dateien im Ziel ersetzen, dann werden die Dateien ersetzt. Ich hatte das jetzt schon gemacht, deswegen nicht wundern, weil das Änderungsdatum gleich war. Und dann könnt ihr die Demo ganz normal starten, entweder von eurer Desktop-Verknüpfung. Oder ihr startet sie einfach hier drüber, dann läuft sie auf jeden Fall. Für die, bei denen die Demo dennoch nicht laufen sollte, kommt am 4. Oktober dann ein Update raus. Da müsst ihr euch die Demo nochmal runterladen, dann sollte sie auch bei euch laufen. Weil es gab ja diesen Bug mit dem Freeze in der Leitstelle oder dass gar keine Einsätze reinkamen. Von daher hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat und wenn es euch geholfen hat oder allgemein gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen und wenn ihr weitere Notruf 112 Videos wollt, würde ich mich auch über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, macht's gut, ciao!